Hallo Leute, darf ich vorstellen, der König himself. Der Blumenkohl ist eine Granate und er ist wirklich königlich zu behandeln unter allen Kohlsorten. Er enthält Provitamin A, B, E, Magnesium, Calcium, Kalium, Spurenelemente, Phosphor. Also er hat alles, was wir brauchen und deshalb. Euer Hoheit, ihr kommt jetzt in den Topf und zwar machen wir ein One-Pot-Curry. Ihr seid ja große Fans von Olala One-Pot-Gerichten und deshalb legen wir los. Es gibt ein One-Pot-Curry mit Blumenkohl, wie ich gerade schon gesagt habe, und Hirse. Es wird sehr, sehr lecker. Ich sage euch schnell ein bisschen, was ihr braucht. Hirse, ich nehme die goldene Hirse und bei der Hirse wisst ihr ja, ist es immer sehr, sehr gut, wenn ihr die zu Anfang sehr gut wascht. Gerne mit lauwarmem Wasser, die lassen wir jetzt noch so ein bisschen abtropfen. Ansonsten, ihr wisst es ja auch, ich habe ja dieses Video auch gemacht, so ich esse, was ihr wegwerft. Bitte die Blumenkohlblätter nicht wegwerfen. Es gibt ein ganz tolles Rezept bei mir im Video, wie man eine tolle Suppe daraus machen kann. Gut, ihr Lieben, ansonsten, was brauchen wir? Wir haben ein paar Brechbohnen, Karotten, wir nehmen tolle Gewürze, Zwiebeln und so weiter. Fangen wir an, weil ein One-Pot Gericht ist ja nicht ohne Grund einfach nur so, um wenig Abwasch zu haben, sondern auch, weil es ratzfatz gehen soll. Und wenn es dann auch noch gesund und äußerst köstlich ist, haben wir eigentlich nicht zu meckern. Rapsöl mache ich in die Pfanne. Rapsöl, wisst ihr ja, der Brennpunkt ist ein bisschen höher als bei vielen anderen Ölen, also um die 180, 190. Lasst es trotzdem nicht total heiß werden, aber es verträgt einfach ein bisschen mehr. Und wir wollen jetzt als erstes Zwiebeln und Knoblauch hier in unsere Pfanne tun. Die Zwiebeln habe ich schon mal ein bisschen klein gewürfelt und den frischen Knoblauch mache ich eigentlich immer so aus der Hand. Ihr könnt den auch durch die Presse machen, das mache ich auch bei einigen Gerichten. Hier kann es aber wild sein, weshalb ich ritze den eigentlich ein und schneide den dann mit der Hand runter. Denn ihr wisst ja, dass ich der Meinung bin, vielleicht irre ich mich ja auch, weil ich selber nicht rieche, aber der ganz, ganz frische Knoblauch, den ich immer nehme, der riecht ja nicht so wie der Olle schon vertrocknete. Deshalb, nein, absolut, ich bin gesellschaftsfähig. Ihr könnt hier bleiben. So, ihr Lieben, das ist schon ein bisschen heiß. Da mache ich meine Zwiebeln jetzt hier einfach rein. Dadurch, dass die Hirse mit lauwarmem Wasser auch vorher gewaschen ist, zieht sie jetzt auch ein bisschen durch und öffnet sich dann nachher schneller im Gericht. So. Auch hier lasse ich die Stücke gerne wild und groß. Ich habe mir hier schon Wasser vorbereitet, weil wir natürlich mit Gemüsebrühe arbeiten. Da kann man auch eine selber machen. Ich nehme aber hier eine aus dem Glas, die finde ich sehr, sehr lecker. Die mache ich jetzt hier schon mal rein. Ihr braucht 300 bis 400 Milliliter, dann sind wir gut vorbereitet. Und dann fange ich jetzt einfach schon mal an und schneide meinen Blumenkohl. Von diesem großen Blumenkohl brauche ich jetzt nicht den ganzen, ne? Aber ein gehöriges Stück. Und alles, was jetzt nicht in unseren Currytopf kommt, kommt natürlich in unsere Suppe. Ups. Auch der Strunk, in dem natürlich auch wirklich noch ganz viele tolle Vitamine sind, das vergessen wir ganz oft. Und macht die aber auch gleich schon hier mit rein in die Pfanne. Ich glaube, das reicht mir sogar hier schon. Die Zwiebeln sind schon lecker angeröstet, der Blumenkohl jetzt auch. Toll. Ich mache das jetzt so, dass ich jetzt schon meine Hirse dazu gebe. Und jetzt könnt ihr auch schon, wenn ihr möchtet, von eurer Gemüsebrühe mit dazugeben. Das mit dem Wasser könnt ihr sehen. Ich schreibe euch das Rezept natürlich in die Infobox, aber das sieht man dann einfach, wie ist es weggezogen, wie lange hat man es köcheln lassen, ob ihr dann noch ein bisschen was nachgebt, ne? Super. Wir machen jetzt ran an wilden und tollen Gewürzen. Ingwer, und zwar frisch gerieben, den reibe ich gleich jetzt hier so in die Pfanne rein.
sind in etwa so 1 bis 2 frische, tolle Teelöffel voll mit dem schönen Ingwer. Wenn ihr möchtet, natürlich eine leckere Chilischote. Könnt ihr entscheiden, wie scharf die ist, ob ihr die auch wirklich mit den Kernen drin haben wollt. Ich mache sie immer mit den Kernen rein, weil in den Kernen natürlich, in den Kernen fast jeder Frucht auch nochmal ganz viele tolle Inhaltsstoffe sind. Und deshalb ist das ja schade. Das ist ja zum Beispiel wie bei der Hagebutte, ne? Da kennen wir zwar die Hagebuttenmarmelade, aber dass wir da wirklich immer wissen, dass eigentlich das Hagebuttenkernöl oder das Hagebuttenkernpulver das Wertvolle ist mit den ganzen Vitaminen, das vergessen wir ab und zu mal. So. Ja, dann kommen dazu 1 bis 2 Teelöffel Tomatenmark, wie ihr möchtet. Beim Tomatenmark wisst ihr ja auch, toll, könnt ihr auch immer mal so einfach naschen. Lycopin, ein ganz wichtiger, toller Stoff. Und dann nehmen wir schon unsere Karotten dazu. Die habe ich einfach mit meinem Lieblingshobel einfach mal so in wilde Stückchen gehobelt. Ihr könnt dann immer schauen, was habt ihr frisch zu Hause, was möchtet ihr ranmachen. Ich habe hier ein paar eingefrorene Brechbohnen. Die habe ich jetzt einfach, die mache ich auch so im halb aufgetauten Zustand dazu. Die muss man jetzt nicht pedantisch vorher auftauen. Das macht natürlich noch schön Farbe, wenn ihr mal keine Brechbohnen habt. Ihr könnt zum Beispiel auch Erbsen dazu tun. Das schadet dem Gericht jetzt auch nicht. Rein damit! Das Tolle an dem Gericht ist eben auch, finde ich, wenn ihr das macht ohne großen Aufwand, es geht schnell, ihr habt es aber trotzdem über mehrere Tage. Also selbst wenn ihr jetzt heute Abend schön davon esst, dann könnt ihr euch morgen davon auch einfach wieder was Tolles mit in die Arbeit nehmen. Und ich sehe, ich gebe jetzt noch ein bisschen Wasser einfach nach. Dass die Hirse auch wirklich schön aufgeht und die Möglichkeit hat, toll zu quellen. So. Das sieht doch schon hervorragend aus. So, jetzt machen wir noch für den Geschmack, also gerade weil dieser Geschmack sich dann so perfekt abschmeckt mit dem Ingwer, mit dem Chili, kommt jetzt noch der Saft einer halben Zitrone, habe ich jetzt mal. Kommt ja auch immer darauf an, wie viel Saft spendet die Zitrone. Und für alle, die jetzt eventuell sagen, hä, das ist ein Curry, aber da ist ja gar kein Currypulver dran. Na, wir machen ja unser Currypulver selber, denn wir haben Kurkuma, wir haben Ingwer, alle Gewürze, die wir dran haben, wir machen noch ein bisschen Paprika dran. Alles, das ist ja letztendlich ein Curry. Also Curry, das Gewürz, so wie wir das nennen oder wie wir es gebrauchen, ist ja immer eine Gewürzmischung aus verschiedenen Sachen, aus ganz verschiedenen, wie eine Gemüsebrühe halt auch letztendlich. Nur, dass hier halt noch eine gewisse Schärfe drin ist vom Chili, von der Paprika und so, ne? Und jetzt machen wir, ihr könntet immer, auch wenn ihr möchtet, genauso ist es natürlich eigentlich auch toll, frischen Kurkuma da haben und den auch reinreiben. Ich habe aber heute mal keine Lust auf gelbe Finger. Und deshalb nehme ich Kurkuma-Pulver, das ich reinmache. Und ein bisschen Paprikapulver. So. Ihr seht, es wird dem Curry immer ähnlicher. Während das jetzt hier noch vor sich hin brutzelt, könnt ihr schon wieder in der Küche aufräumen. Ihr habt also eure One-Pot-Pasta mit einem schnellen Gericht, mit allen Spurenelementen, Mineralien, alles, was ihr braucht, ist da drin. Die Hirse versorgt euch ja mit allem Wichtigen, mit pflanzlichem Eiweiß. Es ist einfach toll anzugucken, es schmeckt ganz toll, es ist einfach zu machen und gleich für mehrere Tage. Lass jetzt köcheln, räume hier ein bisschen auf und nachher garnieren wir es noch ein bisschen mit Kürbiskernen und Koriander. Und wenn ihr kein Koriander mögt, kein Problem, dann nehmt ihr Petersilie oder was ebenso auf eurem Weg nach Hause im Supermarkt gerade Tolles angeboten wurde. So Leute, ein paar Minuten später und schon ist es fertig. Hier unser Curry, sieht es nicht herrlich aus? Diese Hirse da drin ist fantastisch. Ich wollte euch noch sagen, ihr habt ja mein One-Pot-Pasta-Gericht sehr, sehr gerne gesehen. Diese Pfanne, in der ich meine One-Pot-Gerichte immer mache, die ist ganz toll, weil die mit Keramik beschichtet ist und deshalb kann da auch nichts anbacken, was ich auch recht wichtig finde, weil es gibt ja Pfannen und mit unterschiedlichen Grundleistungen oder Bedürfnissen, Bratpfannen und sowas, aber das ist halt so ein Zwischending,
zwischen Pfanne und Topf, hat aber einfach die große Fläche, in der man so wunderbar, so machen wir das jetzt mal hier. So, schaut mal, ist das ein Curry? Wie aus dem Bilderbuch. Jetzt nehme ich mir hier noch mein Koriander. Ihr wisst ja, ich bin ein kleines Koriandermonster. Und ich schneide mir ja meine Kräuter immer schnell so mit der Schere drüber. Muss man nicht mehr hacken. Hat man nicht nochmal ein Brett benutzt. Und jetzt mache ich noch die Kürbiskerne hier drauf. Lalalala. I love it. So, ihr Lieben, das ist es. Ein gesundes, schnelles, wunderbares Gericht für mehrere Leute oder für euch für mehrere Tage. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr macht es ganz schnell nach. Schreibt mir in die Kommentare, schickt mir Fotos auf Instagram, besucht Olala und Solala bitte auch auf Instagram. Darüber freue ich mich sehr. Oh, oh, lecker. Leute, ich muss jetzt essen. Ich bin nämlich heute, sagen wir es mal so, ich bin fast immer hungrig, aber heute, boah, ist noch so heiß. Bin ich so hungrig, dass ich mir fast. Also bitte, macht das unbedingt nach. So ein schönes Gericht. Nur tolle Inhaltsstoffe. So gesund, ihr werdet satt, ihr werdet glücklich sein. Eure Verdauung freut sich. Euer Vitaminhaushalt. Ich freue mich. Tschüss, bis bald. Oh, lecker. Sieht so toll aus. Die Bohnen, die Karotten, der Blumenkohl, alles perfekt. Die Hirse, toll. Tschüss.